Das war nicht unbedingt das Reserve-Power-Up, was ich gerne gesehen hätte, aber hey. Da bin ich ganz klar gesprungen. Aber das Spiel war da anscheinend anderer Meinung. So viel dazu. Mother... nicht. Ich schwöre, überall. Und dann wundert man sich, dass Mario Maker basically unplayable ist, weil überall invisible Blocks sind. Warum komme ich da jetzt nicht hoch? Warum tue ich mir so schwer mit diesem Jump? Das gibt's nicht. Ich glaube, das reicht nicht, nee. Muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Ja, Physics in diesem Spiel sind... ich will nicht sagen mysteriös, aber mysteriös trifft es ganz gut. Warum will ich da jetzt eigentlich rein und nur um die blöde Flagge? Ich will Sterne sammeln und nicht Flaggen completions, aber okay. Ich meine, das hier ist halt immer nice. Nice Timing Game. Nice Timing. Macht total Spaß, sich zu spielen. Sowas muss halt nicht sein. So meine Meinung, aber das Spiel sieht das anscheinend anders. Das Spiel findet sich da total lustig. Okay. Was ist das hier? Was? Nice. Oh, okay. Bisschen merkwürdig. Bisschen sehr merkwürdig für meinen Geschmack, aber okay. Warum kriege ich jetzt Feuerwerk und Explosion? Was ist hier los? Ich such grad was, Moment. Why the fuck? Okay, cool. Achso, die haben wir schon. Das ist der nächste. Okay. Rumgepuste. Okay, bevor wir das aktivieren, machen wir uns erstmal den da. Plahahahat. Okay. Ist ein Power-Up? Nö. Wäre zu schön gewesen. Na, mit dir spiele ich nicht. Tschö. Okay, man sollte nicht unbedingt in den drin stehen. Die drücken doch schon ganz gut weg. Nur für da, hä? Krieg ich hier noch einen? Ich krieg hier noch einen.
Irgendwo im zweiten Part habe ich irgendwo was liegen lassen. Das hier war Stern Nummer 1, den haben wir. Irgendwo hier haben wir anscheinend irgendwas liegen lassen. Das ist aber nett. Gucken wir doch mal. Machen wir doch mal alle Blöcke kaputt. Und ich bin der Meinung, Ursprungslevel war die Idee, dass du alle Gegner töten musst. Da musstest du die beiden Bullies töten, die hier waren. Wow, 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 Spiel. Ich verstehe bisher noch nicht wirklich, wofür dieses Power-Up ist. Ah, da oben, ich sehe ihn. Okay, cool. Dang. Gut versteckt. Oh Gott. Perspektive, danke. Hey, Pika. Okay, das ist dezent Chaos. Hier ist ein Power-Up, ha? Huh? Ah, hier. Wait, was? Ah. Okay. Mit dir, komm her. Hey. Ja, die Level sind definitiv zu nett zu mir. Ja. 9 von 10 Zuschauern will not approve that I'm not suffering like shit. Warum sind diese Bonuslevel so nett? Verstehe ich nicht. Keine Sorge, wird noch schlimmer. Es wird immer schlimmer, Pika. It's fine. Also das hier war definitiv, keine Ahnung. Easy as fuck. 240. Easy, dude. Easy. Ich muss keine Schlüssel suchen, ich krieg ab und zu sogar mal Power-Ups. Es ist alles sehr merkwürdig. Okay. Gib mir mein Tanuki. Vielleicht waren sie mal nicht betrunken. Es ist halt weird, weil du musst halt durch den harten Shit durch, um hier hinzukommen. Das ist das, was ich nicht rahe. Und da waren halt echt ein paar Level bei, die waren richtig unangenehm. Come on. Okay. Also. Nö. Nie im Leben kommen. Ach so, ja, gut. Mein Hirn hat für eine Sekunde ausgesetzt. Ich meine, das hier ist halt dezent tricky Platforming.
dir Cycles merken musst, aber das Platforming an sich ist ja nicht unbedingt das Problem des Spiels. Wie habe ich dich nicht getroffen? Scammed. Ich hasse 3D. Das ist so, hey, du hast den Diagonal-Input nicht gehittet. LOL, du bist tot. Aber das ist eher so meine eigene Unfähigkeit mit Analog-Sticks. Ich werde nie ein Freund von Analog-Sticks werden. Nie in meinem Leben. Die Dinger sind einfach unpräzise, wie hast du nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie sich das durchgesetzt hat. Ist mir echt ein Rätsel. Oh Gott. Doppelt dann, okay, sure. Weil ich sehe da hinten einen Stern. Und grünen Kram. Cool, und sonst so? Nix. Weil das hier sieht lustig aus. Das war das. Ich hab den letzten Stern gesehen. Da. Es wäre echt cool Spiel, wenn du nicht versuchen würdest, mich mit Inputs zu töten. Das ist so das Beleidigendste. Gott, warum? Muss eine Runde laufen. Okay. Yay, eine Münze. PogChamp. Genau das, was ich wollte. Dahin will ich hin. Okay, wir warten, bis der hochkommt und dann darüber und dann da. Okay. Mir braucht schon Power-Ups. Power-Ups sind für Luschis. Also eigentlich hätte ich gerne wieder ein Power-Up. What is this? What is this? Ich meine, gut, Rosalina macht das Ganze halt ein bisschen einfacher. Weil Lul Double Jump. Also jetzt haben sie sich nicht mal mehr Mühe gegeben, die Kram zu verstecken. Der Wahnsinn. Okay. Ich sag ja, ich finde die Level oben einiges angenehmer. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass es ist mehr Plattforming und Plattforming liegt mir einfach mehr. Na gut, außer es ist Plattforming auf komischen Rollen mit Dirt Mechanics. Okay. Wie viele Level sind hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9.
verstehen. Das sind auch nur 30. Wo soll ich denn... Ach, oh mein Gott. Sterne, Stempel und Flag Completion, um weiterzukommen. You have to be fucking shitting me. Und warum ist hier oben schon ein Level auf? Ich meine, ich sehe schon Katzen-Power-Ups, von daher, sure, let's do this. Gut zu wissen, dass du die Hasen einfach antippen kannst. Lass mal doch hallo. Okay. Sehr schwer. Sehr, sehr schweres Spiel. Ist hier hinten irgendwas? Hier ist ein Luigi. Das ist aber nicht, was ich suche. Also wenn ich schon mal immer wissen wollte, ne, wenn Leute von Texture Pop in sprechen, was das heißt, ne? Achtet mal hier so oben auf den Bildschirm. Flup. Flup. Flup, flup. Flup, 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 flup. Texture Pop in. Ist es schlimm? Weil es kommt immer sehr aufs Spiel an. Einige Spiele verstecken es relativ geschickt. Andere Spiele eher weniger. Geh weg mit deiner Feuerblume. Ich hab dann... Damn. Ich hab nicht erwartet, dass sie so flott sind. Und ich muss gestehen, das ist sogar noch ein relativ extremes Exempel von Texture Popping. Ich glaube, was du heutzutage gern hast, ist, du guckst auf eine Oberfläche und du siehst irgendwie, wie sich die Textur, also wie die quasi über Zeit besser wirkt. Okay. Doppelkatze. Also es tut mir sehr leid, aber die Level sind viel angenehmer als vorher. Den Quapseln. Hey. Danke. Da ist nichts, ne? Was für Münzen habe ich hier eingesammelt? Habe ich grüne Münzen eingesammelt oder bilde ich mir das ein? Hier Bäume ausreißen? Das sieht weird aus. Andere Hase. So, ich gehe mal davon aus, dass mein letztes gegen sie Kirche hier irgendwo hier oben ist. Ich habe noch nicht ganz verstanden, wofür die Abkürzung da ist.
Ich brauch Toad. Wirklich? Wäh. Talk about scammed. Das ist definitiv Scam, dass ich jetzt nochmal mit Toad langlaufen muss. So mega Scam. So, das Ganze jetzt nochmal mit Toad. Tita Toad. Ich meine, ich weiß, wo ich hin muss, von daher. Gern. Babe. Das ist definitiv einer der einfacheren. Yay. Ich fühle mich so accomplished. Ich habe den richtigen Char ausgewählt und habe einen Stern bekommen. Das ist die Mechanik, die ich nicht verstehe. Die hab ich aber noch nie verstanden. Yeah. Hier steht ganz klar drauf, Stempel, Sterne und Levelabschlüsse. Quasi alles, was ich auch hier sehe. Oh mein Gott, hier gibt es 12 Level drin. Mir fehlen überall irgendwie Stempel. Ich meine, wenigstens haben die Level keine Stempel. Und mir fehlen so viele Stempel. Also mir fehlt selbst in Welt 1 ein Stempel. PogChamp. Ja, das wird ja lustig. Da kümmern wir uns drum, wenn wir hier durch sind. Wieder back zu Rosalina, weil Rosalina actually ziemlich Bock-Champ ist. Danke, Rosalina. Aha. Okay. Ich brauche mir das Leben gar nicht schwer machen. Wir können einfach hinter uns aufräumen. So. Der Beste, ich weiß. Danke, danke. Was ist das mächtigste Tool, was Nintendo uns in diesem Spiel gibt? Nicht der Kettenanzug, nee, nee, der blöde Finger. Der Wahnsinn, wie gut das Ding ist. Neuer Catsuit. Ein Power-Up in einem Level. Okay, bevor wir das machen, töten wir definitiv alle Gegner.
Bumm. Ich finde es sehr interessant, wie sich die Musik gerade loopt. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber das klingt sehr lustig. Oh Gott, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, easy. Oh Gott, kann ich euch eigentlich so töten? Nee. Bisschen nervtötend. Am meisten Angst habe ich gerade echt vor den Kakainos hier. So, ihr, okay, ihr bleibt stationär. Das macht alles ein bisschen angenehmer. Komm. So. So. Okay. Dahin. Dahin. Dahin, dahin. Und jetzt fehlt mir natürlich der da unten. Dankeschön. Bin so gut. Mir fehlt ein grüner Stern. Okay, das ist schon mal irgendwas zum Wegwerfen. Jetzt weiß ich, wofür die Bälle sind. Hat mir eine Sekunde überlegt, aber... Scheiße, wo ist der andere? Meine Zeit ist mir ziemlich egal. Hatte ich anscheinend einen Knick in der Optik. Cool. Was hier? Ich bin der Meinung, ich hätte mich gedreht, aber Spiel sagt nein. Ich meine, ich weiß, dass da wieder ein Power-Up drin ist, wenn ich es richtig an... Wait. Ich nehme das und dann gehe ich hier dran, dann habe ich das Power-Up wieder. Bingo. What the... habt ihr schon immer bewegt und ich habe es einfach nie realisiert? Nee, nur der da unten hat sich bewegt. Um mich zu trollen. Nett. Sehr, sehr nett. Ich dachte, es wird zeitlich passen. Gott. Das passiert, wenn man ungeduldig wird.